Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen aktuellen Energievideo. Diesmal wieder fresh out of the bed. Gerade mal Zähne geputzt, Haare gekämmt, damit ich für euch die aktuellen News der kosmischen und irdischen Energien weitergeben darf. Heute hoffe ich ein bisschen kurz und knackig. Es geht um den aktuellen Sonnensturm, nachdem ich vor 2 Tagen mein Video zur aktuellen Energie gemacht habe und euch von der Lichtwelle berichtet habe, die ich gefühlt wahrgenommen habe in der Nacht von Montag auf Dienstag, kamen gestern in verschiedenen Portalen eben die Meldung, dass es einen Blowout auf der Sonne gab. Ich war mal wieder richtig mit meiner Vermutung. Das freut mich immer, wenn ich das bestätigt bekomme, denn ich bekomme die Vision und weiß ja nicht so genau, ob sie tatsächlich dann auch einen wissenschaftlich begründbaren Hintergrund haben, wenn man das so bezeichnen darf. Also das, was ich euch vor 2 Tagen erzählt habe. Am 8. Dezember ist heute am 10. Dezember Gewissheit. Wir bekommen einen Sonnensturm. Wie groß er sein wird, wissen wir nicht genau. Das zeigt sich ja immer erst dann, wenn es wirklich messbar ist auf der Erde. Wichtig ist für mich, dass ihr wisst, es ist nichts Schlimmes. Es passiert dauernd, es ist jetzt eine ganze Weile nicht passiert. Wir hatten eine ganze Weile keine Sonnenstürme und wenn, dann nur so ganz kleine. Und wir haben schon sehr viele, sehr große Sonnenstürme in den letzten 10 Jahren hinter uns gebracht. Den wuppen wir auch wieder. Und das bedeutet für uns, ich habe mal reingespürt, es kann sein, dass ich ein Channeling machen darf. Ich male ja gerade an dieser Vision, an diesem Visionsbild der Lichtwelle. Vielleicht darf ich dann heute Nachmittag oder heute Abend ein Channeling mit unserem Heimatstern Sonne aufnehmen. Ich verlinke euch mal das letzte, das war super, super schön hier oben. Und alle relevanten Videos und Tipps natürlich unten in der Videobeschreibung. Schaut sie euch bitte an, dann braucht ihr mir keine Fragen zu stellen, wo ihr was findet. Es ist, so gut ich das leisten kann, immer alles präsent. Ich gebe mir wirklich Mühe, euch da aus meinem Archiv immer die besten Videos rauszusuchen. So. Was ich heute von der Sonne erfahren habe, ich habe gefragt, was dieser Sonnensturm uns bringt. Für mich sind es immer ganz besondere Informationen und Frequenzen, die wir empfangen dürfen mit diesen Blowouts der Gasblasen, die sich auf der Oberfläche der Sonne bilden und die dann platzen und die schießen ihre hochenergetische Kraft dann ins Universum. Wenn die Erde in dieser Richtung ist, des Blowouts, dann bekommen wir das halt ab. Das heißt, unser Körper reagiert, unser Nervensystem. Mit dem Nervensystem verbunden sind eben unter anderem die Gehirnwellen, die Herzfrequenz, das Verdauungssystem, unsere Sensibilität. Die Hochsensiblen, Hochsensitiven spüren das stärker. Es sind manchmal wirre Gedanken, also was man so landläufig in der ganzheitlichen Szene Mindfuck nennt, nämlich diese Ego-Wirrwarr im Kopf, der kann sich ein bisschen verstärken. Deshalb ist mein Tipp immer, immer wieder, hört euch eine schöne, geführte Meditation an, dann bleibt das Ego einfach im Hintergrund und ihr könnt euer Bewusstsein, euer Seelensein stärken. Und was ich erfahren habe, es geht intensiv um die Integration und die Verschmelzung von Körper und Seele. So viele Menschen sind überhaupt gar nicht mit ihrer Seele verbunden, ignorieren sie, wollen davon auch gar nichts wissen. Für mich ist Spiritualität einfach die Ergänzung meines Menschseins um die größte Kraft, nämlich die Kraft meiner göttlichen Seele. Und das passiert jetzt. Menschen, die sich dagegen wehren, die spüren halt einen Widerstand und Menschen, die offen sind, können jetzt, wie ich das vor 2 Tagen in dem Video schon gesagt habe, das verlinke ich euch auch nochmal praktischerweise hier oben, aber natürlich auch unten, da habe ich es nochmal sagen sollen. Es geht darum, dass im Moment unsere Kraftreserven, also zusätzliche Felder, in denen wir Kraft speichern können, installiert werden. Das ist für mich genial. Also ich liebe es, mit Energie zu arbeiten, zu malen, zu sprechen, zu schreiben, und zu sein natürlich, und das wird verstärkt. Das ist ein bisschen so, als würde man einem Auto einen zusätzlichen Tank einbauen, dass es mehr Kraft hat und dann auch noch einen stärkeren Kraftstoff einfüllen. Das passiert im Moment bei allen Menschen,
ob sie es spüren wollen, können oder nicht. Wer sich allerdings gar nicht so wirklich in der eigenen Bewusstheit befindet, wer sich selbst nicht bewusst ist, der kann es als unangenehm empfinden, weil es ein Gefühl ist, als würde jemand so am Energiefeld ziehen und zerren. Und diese Menschen sind gerade bei Sonnenstürmen, das gilt aber auch für die Hochsensiblen, deutlich nervöser, aggressiver, reizbarer. Deshalb bitte lasst euch auf keine Diskussion ein in den nächsten beiden Tagen. Das führt zu nichts. Das ist eine Energie ähnlich vergleichbar mit der Vollmondenergie, wo die Menschen auch deutlich reizbarer sind, weil sie nicht so gut schlafen können teilweise. Manche haben extrem viel Energie und wissen gar nicht, wohin damit. Also da ist es dann sehr gut, wenn ihr Bewegungsmenschen seid, wenn ihr euch dann bewegt. Alle Tipps findet ihr unten in meinem Blog. Das habe ich vor 2 Tagen schon gesagt. Ich habe viele Tipps gesammelt, wie man sich dann verhalten kann, was man essen, trinken kann und auch an ganzheitlichen Heilmitteln nehmen kann, um sich zu unterstützen, wie zum Beispiel Bachblüten, Globulis etc. Also es geht jetzt darum, dass sich die Zellen in dem Sinne weiter mit Energie füllen, dass die Energiespeicher in den Zellen verstärkt werden, die Mitochondrien, und das passiert ja schon das ganze Jahr über, aber es wird immer intensiver. Unser Lichtkörper, also Aura, Lichtfeld, wird immer stärker. Das heißt, wir können mehr Energie in dieses Lichtfeld aufnehmen, in unseren Lichtkörper. Wir können ihn immer weiter ausdehnen. Es ist herrlich, dass man sich in so einer riesengroßen Lichtkugel befinden kann, denn darin lebt es sich deutlich entspannter, als wenn alles von außen direkt auf den Körper und das Nervensystem einprasselt. Was ja dann eben bei vielen Menschen noch so ist, weil sie diesen Lichtkörper nicht spüren und ausdehnen, ihre Aura eben nicht mit Energie füllen können wollen. Und wenn wir das eben jetzt nutzen, uns hingeben an diese Verstärkung unseres Systems, dann wird es leicht. Wenn wir uns wehren, piekst es. Also ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr euch hingeben wollt, ob ihr das erlaubt, ja, eine innere Erlaubnis gebt, dass das passieren darf, dass ihr euer positives Seelenlichtfeld auf der Erde ausdehnen könnt. Und ich kann euch versprechen, dadurch, dass ich das ja, was ich erzähle in meinen Videos, immer erstmal ausprobiere und mache, ob ich durch Reinigungsfelder gehe, ob ich durch, wie war das denn letztens? Wir hatten das Ahnenfeld, das Ahnentor, durch das wir gehen konnten. Und es gab so viele spannende Energiewellen in diesem Jahr, aber auch schon im letzten. Wenn wir da mitgehen, im Flow sind, dann erleben wir so viel Kraft. Und das ist ja das, was mich jetzt im Moment so fasziniert und antreibt, das immer weiter auszudehnen. Ich finde es unglaublich toll, was ich leisten kann, wenn ich mich dem hingebe. Und das möchte ich mit euch teilen. Ich möchte ja auch, dass ihr euch so kraftvoll fühlt. Das ist so genial. Okay, also, was darf ich noch sagen? Ich schaue mal nach unten. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, wie immer. Nutzt bitte auch nochmal, wenn ihr das möchtet, das Channeling zum Lichttor. Ich habe ja 3 Videos zum Lichttor gemacht, das letzte Woche aufgegangen ist. Und ich nutze es auch immer wieder, mich durch das Lichttor stärken und nähren zu lassen. Auch da mein Energiefeld immer weiter auszubauen. Und da gibt es ja auch eine Meditation zu. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass da noch ein Channeling kommen möchte. Das letzte war im August. Wie gesagt, ich habe es ja vorher noch verlinkt. Oben, es war wunderschön. Wichtig ist, dass wir uns jetzt wieder stabilisieren, gut erden. Und ich habe auch einige Videos zum Thema Stabilität gemacht. Es gibt auch eine spezielle Meditation, die ich Sonnenwind nennen durfte. Die ist schon ein paar Jahre alt, aber die ist so gleichzeitig sanft, liebevoll und stark, wie unser Heimatstern für mich auch ist. Deshalb habe ich überall immer das Sonnensymbol und diese Spiralen, die ich so in stundenlanger Akribie auf meine Bilder male, das ist für mich Ausdruck unserer
Sonnenenergie, die wir in unseren Zellen speichern und die uns überhaupt das menschliche Leben ermöglicht, neben unserer göttlichen Seelenenergie. Also lasst uns diesen genialen Sonnensturm jetzt nutzen. Im Moment sieht man es auf den Messinstrumenten noch nicht so stark, aber ihr seid jetzt vorbereitet und könnt das Beste daraus machen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich werde jetzt weiter an der Sonnenwelle, an der Lichtwelle malen und vielleicht kann ich ja dann das Channeling vor dieser Lichtwelle aufnehmen. Ich sende euch ganz viel Liebe, Sonnenpower und Kraft hier aus Mallorca. Wir haben heftigen Sturm seit vielen, vielen Tagen. Zwischendurch immer mal Sonne, dann bin ich draußen und male draußen, aber die meiste Zeit bin ich drin. Ist aber auch nicht schlimm, ist nur Wetter. Also, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Seid stark, wir schaffen das. Wir reiten auch diese Welle wieder. Bis bald.